Ja, Leute, Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Im heutigen Tutorial wollen wir dieses Wüstenhaus hier bauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefällt. Es ist ein bisschen simpler, das heißt sehr klein, aber dafür auch leicht nachbaubar. Das heißt, wir kriegen das Ganze so in grob 15 Minuten hin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Tutorial. Falls euch irgendwas unklar ist oder irgendwas nicht verstanden habt, einfach zurückspulen. Ich erkläre es euch gerne nochmal und ansonsten sehen wir uns gleich wieder nach dem Intro. So, beginnen möchte ich einfach mal mit den Materialien. Wir wollen mal gucken, was brauchen wir dafür alles. Und ist eigentlich ziemlich simpel. Wir brauchen eigentlich jeglichen Sandstein in Form und Farben und Variation. Außer den roten, der sieht im Default ein wenig seltsam aus. Und wir brauchen die Birke. Ja, die alle Birkenblöcke, Zäune, Zauntore bräuchten wir dann in dem Fall vielleicht auch noch. Die habe ich eben nicht mehr aufgeführt, aber die könnten auch noch relevant werden. Weiß gar nicht, an der Stelle. Gut, prinzipiell ein ziemlich einfaches Häuschen, ist eigentlich ein 7 auf 11, mit dem Unterschied, dass hier so ein kleiner, Ausbau ist. Es wird dann so ein kleiner Balkon werden an der Stelle. Und, was wir machen, wir bauen erstmal unsere Eckblöcke hoch. Das wird eigentlich ziemlich einfach, das heißt, wir bauen einfach, an überall, wo steht jetzt ein grauer Blocker, das heißt, ihr habt hier eine Säule, die bauen wir dann 5 Blöcke hoch und dann 7 Blöcke Abstand, 9 Blöcke Abstand und dann nochmal 5 Blöcke. Dann hier wieder 5 Abstand und 5 Blöcke hoch. Ja. So, und dann hier das gleiche auch, nur dass ihr hier so einen Blockversatz habt. Ja. So einen Block nach vorne und einen Block zur Seite und dann wieder einen nach vorne, also so ein Versatz. So, das ist eigentlich schon der Grundaufbau in dem Ganzen. Mehr ist es eigentlich schon mal nicht. So, als nächstes brauchen wir eine Rückwand. Die ganze Rückwand wird aus Sandstein gebaut. Die bauen wir hier einmal komplett rundherum. So. Die wird dann auch komplett hochgezogen. Damit ihr aber das Ganze gleich nicht mit verkraften müsst, werde ich hier einen kleinen Cut gleich setzen. Aber ihr müsst eigentlich die Wände überall hinter die Säulen bauen, außer auf der linken Seite. Hier wird es dann auch hier hinter die Säule gebaut und hier einfach so auffüllen. So, habt ihr das Ganze gemacht? Sieht es eigentlich so aussehen. Ist ein Kasten. Mehr ist es erstmal nicht, aber das wird es natürlich nicht bleiben. Was wir jetzt noch machen, wir wollen diese Wand unterteilen. Das heißt, wir werden hier nochmal einen Zwischenblock setzen, dass wir die Fassaden nochmal untergliedern können. Ja, das wird einmal hier geschehen und einmal hier. Quasi im gleichen Punkt wie da drüben auch. Hier können wir dann kommt dann einer Fassaden rein, das wird ein 5 Blöcke Abstand und dann kümmern wir uns eigentlich um die Tür. Die Tür, die wird hier an der rechten Seite gebaut und hier wird das Fenster auf die Höhe gebaut. Hier hinten wird ein Fenster hier eingeschlagen. Hier werden auch, muss von außen kurz gucken, hier werden auch zwei Fenster reingebaut. Von hier, von hier. Und hier drüben das gleiche Spielchen. So, hier auch nochmal kurz gucken, hier machen wir so zwei Fenster rein. So, beziehungsweise ihr könnt ja auch nur ein Fenster reinbauen. Das sieht sonst ein bisschen seltsamer aus. So rum. Ja, doch, so ist besser. Gut, dann wäre das nämlich auch erledigt. Und was jetzt nun folgt, sind die ganzen Fassaden. Fassaden brauchen wir eigentlich keinerlei Vollblöcke mehr, sondern eigentlich hauptsächlich Treppen und Slabs. Und wir brauchen vor allem auch, jetzt kommt unsere Birke zum Einsatz, die ich ja schon angeteasert hatte. So, was wir jetzt machen ist, wir brauchen ja, wie gesagt, eine Fassade und wir wollen das Ganze auch noch doppelstöckig bauen. Da brauchen wir doch den gemeißelten noch einmal. Dazu nehmen wir erstmal die oberen gemeißelten Blöcke weg und das hier wird ja dann unsere Decke. Da würde sich beispielsweise Tropenholz ganz gut eignen, hier unsere Decke reinzuziehen. So. Und so, ja, das heißt, hier haben wir unsere Decke. Das heißt, dieser Blockstreifen hier ist ein Streifen, der völligst nutzlos ist. Da ist keine Wand hinten dran, das ist einfach nur eine Fläche, die gefüllt werden muss und die müssen wir dann auch gleich noch irgendwie schauen, wie wir die füllen. Auf jeden Fall würde ich erstmal unten in meinem einen Block Abstand solche Treppen verkehrt rum hinsetzen und würde dann einfach hier mit solchen Zäunen oben drauf schön bündig weiterbauen. Danach würde ich hier jeweils wieder Treppen entgegensetzen und dann hier oben mit einer Birkenslabs ganz abschließen, dann die Birkentreppen so rum platzieren, hier dazwischen ein paar Zäune und oben drauf dann abwechselnd einfach solche Sandsteintreppen. Das ist die Frontfassade. Was wir dann noch machen können, ist hier beispielsweise, wo habe ich es jetzt, hier noch einen Zaun reinzusetzen.
Aber das kann man auch beliebig. Ihr könnt hier auch beispielsweise auch einen Blumentopf hinmachen oder sowas. Also ihr könnt hier eine Kiste davor stellen hier. So. Nein, aber könnt ihr wirklich alles reinmachen. Als Fenster eignen sich dazu eigentlich ganz gut die Eichenholzzäune. Ja. Die kann man dann ganz gut nehmen. Oder was auch funktionieren würde, wären tatsächlich Falltüren. Wenn ihr die von innen platziert, habt ihr da ganz schicke Fenster. Und eignet sich bei so einem Wüstenhaus auch ganz gut. Aber das würde ich völlig euch überlassen, wie ihr das genau bauen wollt. Ich würde einfach die Eichenholzzäune nehmen. Die sind da sehr neutral im Ganzen. Hier bauen wir die ganze Fassade rum. Wir machen uns das sehr einfach tatsächlich. Und nehmen das Ganze, was wir hier gebaut haben, einfach hier auch mit um die Ecke. Ja? Und rum. Das Ganze kopieren wir dann sozusagen hier einmal drauf. So. Und dann ist es hier auch erstmal fertig. Hier bauen wir die Fassade auch, genauso wie drüben quasi. Wir bauen hier oben den, nein, hier so rum. Hier oben die Birke dazwischen. So. Halt, jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Na doch, war richtig, war richtig. Gut. So rum und so rum, so rum. So. Unten können wir, ihr könnt auch unten einfach eine Birkentreppe reinsetzen. Funktioniert auch. Das machen wir jetzt einfach mal. So, dann haben wir da wenigstens einen Abschluss für. So. Bedenkt bitte auch, dass das jetzt wirklich sehr simple Fassaden sind. Die kann man, normalerweise würde ich immer sagen, kopiert die Fassaden nicht auf alles rundherum, weil man eigentlich immer individuell mit sowas bleiben sollte. Aber für so Tutorial-Zwecke, finde ich, kann man ruhig mal sowas auch ja, dementsprechend kopieren, kann man manchmal sagen. So, hier bauen wir es ein bisschen anders. Wir haben jetzt hier die Treppen links und rechts ein bisschen verschoben, weil wir nur ein Fenster in der Mitte haben und um das rundherum bauen. Ja? Gut, hier kommen dann unsere Treppen hin und hier oben. So. Gut, die Wände hier bleibt frei und hier können wir wieder unsere Fassade anwenden, wie wir sie die ganze Zeit gebaut haben. So. Und dann drauf das wieder so rum. Hier. So. So, dann sind wir damit auch erstmal fertig, ja, das heißt, wir haben jetzt auf jeder Wand eine Fassade und wir setzen überall noch, wo wir es nicht gemacht habt, obendrauf noch unseren gemeißelten Block drauf. So, und jetzt geht's eigentlich in dieses zweite Stockwerk, das heißt, wir bauen jetzt hier oben einfach nochmal ein kleineres zweites Stockwerk drauf. Hier nicht, das bleibt hier so, wie es ist, tatsächlich. So, und auch hier müssen wieder die Innenwände hochgezogen werden, einmal in diesem, ja, diesen Blockschema hier oben lassen wir diesmal tatsächlich frei. Ja, wir bauen das bis hierhin. Den Block könnt ihr tatsächlich auch schon wegschlagen. Ja. Unten kommt dann noch eine Säule rein. So. So. Und dann bauen wir hier oben noch einmal. Hier oben wird es ein bisschen dünn vom Gebäude her. Ja, ihr habt ja halt nicht mehr so viel Platz. Aber es braucht ihr auch eigentlich gar nicht mehr. Und dann bauen wir bis hier hoch. Das werde ich auch nochmal schnell hochziehen. Bis gleich. Auch hier wollen wir wieder bestimmen, wo die Fenster hinkommen und auch vor allem, wo unser glatter Sandstein wieder weitergezogen wird. Das übernehmen wir eigentlich von unten. Auch die Fensterposition würde ich teilweise von unten übernehmen, auch wenn wir hier jetzt, würde ich tendieren, in die Mitte ein Fenster zu legen, weil wir das von oben hier links und rechts ein Fenster hinzumachen, würde irgendwie ein bisschen seltsam aussehen. Deshalb platzieren wir das Fenster einfach mittig. Hier können wir natürlich aber wieder zwei Fenster positionieren. Hier kommt eine Tür rein. Da wir hier auch unser Balkon haben wollen. Die Säulen können wir hier noch einen Block hochziehen und dann können wir uns erstmal in unser Balkon. Dazu platzieren wir hier immer Zauntore drauf und oben drauf dann einfach verkehrte rumme Birkentreppen. Das war es eigentlich schon, ein ziemlich einfaches Geländer und dann hier links und rechts eine Treppe. Hier seitlich wollen wir auch noch eine Fassade reinbauen, also platzieren wir erstmal hier so eine Treppe so rum hin und dann hier oben drauf einmal, na, einmal so rum gedreht. Na, einfach eine Treppe so rum, dann hier die Birkentreppe, wieder verkehrt rum drauf, oben drauf, einmal einen Birkenzaun und dann oben drauf wieder, ich sag immer oben drauf, es ist ja oben drauf, dann hier diesen, ja, so, mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Als nächstes wollen wir hier noch machen, das heißt, diese Ränder hier werden wir noch ausschmücken, hier links und rechts, damit es nicht ganz so leer wird, aber wir haben dann natürlich auch weniger Platz auf unserem Balkon, aber das ist nicht so dramatisch. Hier bauen wir ungefähr das Ähnliche, wir bauen dafür erstmal eine normale Sandsteintreppe, dann zwei Birkentreppen, oben drauf wieder zwei Sandsteintreppen, dann hier oben links und rechts eine Sandsteintreppe und dann war es das auch schon, ne? So einen kleinen Bogen. Und wenn wir dann hier drin in unserem Haus wären, können wir hier rauslaufen auf unserem Balkon und können dann hier runterfallen. Perfekt. So, als nächstes kümmern wir uns um diese Fassade hier, die ist eigentlich auch ähnlich. Wir bauen hier überall einfach das genauso, wie wir drüben auch gemacht haben. Und daran knüpfen wir einfach an. Wir wollen
hier einfach die gleiche Chose machen wie drüben auch quasi und knüpfen einfach ja, den alten Schemata an. Hier auch, wir bauen auch wieder hier auf diese Verkehrterumtreppen einfach wieder unsere Birke drauf. Dann muss ich kurz gucken, wie ich das gemacht habe. Dann hier oben drauf eine Sandsteintreppe, das ergibt sowieso einen kleinen Bogen, wenn man das genau sieht. Dann hier, ach nee, mir fällt gerade auf, können wir gar nicht machen. Ach, siehst du, falsch rum. Falsch gemacht. Ha, passiert. So, das heißt, wir machen es genau wenig anders tatsächlich. Ja, platzieren hier zweimal solche Treppen, dann hier oben drauf. Zweimal diese, ja, Birkens. Also, ja, so, ich kann es gerade nicht erklären. Einmal hier links und rechts auf jeden Fall ja, eine normale Treppe. Das heißt, ihr habt hier oben nur so einen Abstand. Dann gegengesetzte Treppe von der Birke, mit in das Slab. Dann links und rechts oben drauf, wieder am Fenster vorbei. Ja, einmal diese Birkenzäune, links und rechts davor eine Birkentreppe, falsch rumgesetzt und dann oben drauf wieder abwechselnd unsere Zäune. Also ich habe es vergessen zu erwähnen, die Fenster oben, die werden nur, jetzt habe ich den falschen Block genommen, ach, bin ich doof. Die Fenster oben, die sollen nur ein Block groß werden, das ist ein kleineres Stockwerk, dafür auch kleinere Fenster und habe ich aber vergessen zu machen. Oben bauen wir die gleiche Fassade, hier kann es tatsächlich nochmal zeigen, also hier links und rechts einfach eine Treppe, verkehrt rumsetzen mit einem Birkenzaun oben drauf. Hier links und rechts die Treppe genauso wie unten drunter auch übernehmen. Oben drauf links und rechts eine Birkentreppe. Mitte eine Slab. Oben drauf dann links und rechts normale Treppe und dann immer gegengesetzt die Sandsteintreppen platzieren. So, dann wäre es ja eigentlich auch rundherum einmal gewesen. Ja, wir sehen. Und dann fehlt eigentlich nur noch, was machen wir hiermit? Ja, das Dach wird eigentlich ziemlich einfach. Wir machen ein Flachdach drauf. Das Flachdach wird nicht begehbar sein. Man kann natürlich auch sehr schön ein begehbares Dach machen in so einem Wüstengebäude. Man kann es aber auch sehr schön sein lassen. Dazu platzieren wir erstmal auf die Eckpunkte unseres Gebäudes, platzieren wir einen Slab. Und dann, ihr seht auch, warum ich jetzt hier auf der Seite die Dinger mit hochgezogen habe, weil jetzt haben wir das sehr gleichmäßig. Und da platzieren wir erstmal hier links und rechts, die knüpfen hier unten drauf an, machen hier so einen Bogen, dass hier so eine Kuhle entsteht und dann bauen wir hier so hoch, dass wie so kleine Zinnen quasi entstehen oben und das machen wir einmal rundherum. Hier oben kommen dann auch noch zwei Blöcke drauf, hier auch so und so, ja, hier vorne dann auch wieder gegensetzen, immer schön so drauf und dann zack, oben werden wir auch nur noch komplett Sandstein verwenden, das heißt hier oben wird keine Birke in dem Sinne verwendet, ja. So, und dann hier, so, und dann kann wir oben nämlich auch die Treppe und dann schließt sich das damit auch wunderschön ab. So, hier kommt dann auch noch eine, ich glaube, ein Saal. Und dann haben wir hier oben unser Dach, das muss hier nämlich noch drauf. Und dazu platzieren wir einmal, ja, kommt einfach hier einmal eine Half-Slab mit rein. So, die wird einfach einmal hier rundherum gezogen. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Das heißt, wir platzieren erstmal einen fetten Block in die Mitte. Ja, so. Jetzt muss das Ganze noch ein bisschen verbaut werden. Das heißt, überall hier, wo diese Slabs sind, kommt eine Treppe hin. Außer hier, hier kommt es in die Mitte. So. Auch hier an der Seite wieder. Ne? Hier ist keine Stair und hier auch nicht. Und dann hier wieder in die Mitte. Und dann bauen wir das erstmal hier so rum. Und dann hier in die Mitte jeweils einmal sowas hin. Und dann werden hier die Ränder noch ein wenig abgerundet. Entweder so rum oder so rum. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich finde so rum tatsächlich ein bisschen schöner. So, so, und ja, so dann wäre euer Dach tatsächlich auch schon fertig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass ihr hier so ein bisschen, das wieder ein bisschen aufbrecht, was ihr vorher hingebaut habt. Das war aber zu Blockplatzierung irgendwie einfacher. So, weil das Hauptdach liegt mittig, ja, und das habt ihr damit geschlossen. Ihr könnt natürlich hier noch links und rechts jetzt noch das ein bisschen so bauen, dass es ein bisschen stabiler aussieht, so würde ich es machen. Aber mehr würde ich auch gar nicht daran bauen. So, und dann wäre euer kleines Wüstenhäuschen eigentlich schon fertig. Ihr könnt damit noch ein paar andere Sachen machen. Die werde ich auch noch zeigen. Wichtig ist, dass ihr hier in diese Wand noch 1-2 Treppen irgendwie verkehrt rum hinsetzt. Also ein bisschen arg viel in dem Sinne jetzt. Und was ihr vor allem machen könnt, diese Ecken sind perfekt dafür geeignet, irgendwelche Ranken hier teils hochwachsen zu lassen. Ja, die kann man so Eckpunkte wunderschön dafür nehmen. Würde ich euch auch empfehlen. Gut, auf beiden Seiten das jetzt zu machen, ist ein bisschen seltsam, weil halt, warum sollte die Ranke da so hochwachsen? Aber ich denke mal, vom Prinzip her versteht ihr, was ich meine. Und ja, dann kann ich eigentlich nichts mehr dazu sagen. Das war es dann tatsächlich auch schon. War relativ fix, denke ich. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt genau geht. Aber ja, dann
was gut, was ihr noch machen müsst, ist natürlich dann noch hier die Fenster überall rein zu platzieren. Und was wir auch noch machen können, das fällt mir jetzt auch erst gerade wieder ein am Ende, ist logischerweise hier noch eine Tür reinzubauen. Da können wir dann eine wunderschöne Birkentür nehmen. Und hier müsst ihr tatsächlich auch noch Fenster rein, so, hier, genau. Und dann könnt ihr auch noch eine Treppe reinbauen. Boden kann ich euch eigentlich einen ganz einfachen Sandsteinboden empfehlen. Da brauchen wir jetzt nicht so viel rum zu machen, ne? Sandsteinboden reinhauen. Und dann ist die Sache damit eigentlich auch schon erledigt, weil was könnt natürlich auch einen Birkenboden nehmen, aber ist ein bisschen unpassend. Tropenholzboden würde auch gehen, aber tatsächlich ein Birkenboden. Ja, dann bauen wir hier eine Treppe rein. Eine Treppe ist eigentlich in so einem kleinen Gebäude ziemlich schwierig, aber ist dennoch machbar. Ihr müsst nur dafür gucken, immer schauen, wann, wo wollen wir enden. Wir wollen hier oben enden und dann bauen wir die Treppe einmal hier dementsprechend runter. Es wird relativ lang, ja, und dann setzen wir unsere Blöcke dagegen. Und dann hier oben rum, hier noch eine Gegentreppe und dann haben wir oben auch doch noch relativ viel Platz. Kleiner Tipp, wenn ihr im Survival-Spiel einen Platz haben wollt, dann könnt ihr oben auch Falltüren platzieren, die kann man einfach runterklappen und kann hier trotzdem einfach schön runterlaufen. Ist kein Problem und auch ein einfaches Geländer lässt sich mit so Falltüren wunderschön darstellen. Einfach die Falltür nach innen bauen, so rum, ja. Dann habt ihr hier innen drin keinen Platz verschwendet. Ja, außer den einen Block hier hinten, aber ihr könnt hier noch Blöcke platzieren für Kisten etc. pp. Und habt trotzdem, könnt ihr trotzdem noch bequem runterlaufen, ohne dass ihr irgendwo hängt oder so. Sei denn, ihr lauft mal hier so dumm um die Ecke, aber das ist ja unwahrscheinlich. Und wie gesagt, ihr könnt dann hier trotzdem noch Kisten platzieren und habt diesen Stauraum nicht weggemacht. Ja, hier habt ihr einen kleinen Balkon dann, der ist normal. Und dann unten fehlt natürlich dann auch nur noch eine Tür, die kommen wir auch noch schnell rein. Und so wäre das ganze Gebäude dann fertig. Ihr könnt die Tür entweder so rum oder so rum platzieren, das ist eigentlich egal. So rum hat es ein bisschen mehr Tiefe nach innen, ist also auch nicht verkehrt. Ja, das wäre es dann tatsächlich gewesen. Ich hoffe auf jeden Fall, das Tutorial hat euch gefallen. Ich weiß, ich bin ein bisschen schneller, aber ihr könnt natürlich mehrmals zurückspulen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge für weitere Tutorials habt oder eventuell sogar Lob, Kritik, dann alles unten in die Kommentare. Ich werde mir auf jeden Fall alles durchlesen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bleibt mir gewogen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao.